Willkommen zurück, wir sind immer noch im Gefangenenlager, wo wir ja letztes Mal da schon stehen geblieben sind. Jetzt können wir natürlich die Munition wieder mitnehmen. Und das Ding nehmen wir auch wieder mit. What? Wieso? Sind jetzt die alarmiert? Letztes Mal haben die mich nicht gesehen, jetzt sehen die mich alle. Oder was? Mich eigentlich verarschen. Es sind einfach drei, vier auf mich. Es sind alle auf mich aufmerksam. Das wird nicht lange dauern, dann schalten sie den Alarm an. Das Spiel ist echt quer. Also, es macht ja schon Spaß zum Spielen, aber an der Teilstelle ist es einfach zu unfair. Und zwar massiv zu unfair. Weil letztes Mal habe ich mich da schön abschleichen können. Ja, und jetzt hockt ein Sniper auf dem Turm oben und beobachtet da über. Und. Ja klar! So, darf einfach mal. Ich schlage Alarm! Es ist einfach Alarm ausgelöst worden. Warum? Warum? Zeig den Rebellen unseren Hass! Liebes Ubisoft-Team, erkläre mir, warum ich beim ersten Mal da nicht gesehen bin. Wir können umlaufen und machen. Und jetzt. Sind alle auf mich wachsam. Und ich kann auch gar nichts anderes machen, als mich wieder herzulassen. Weil es bringt es ja gar nicht so. Ah, und jetzt kann ich plötzlich Gegner markieren. Und zwar immer noch keine Kamera und nichts. Jetzt sind wir alle plötzlich weg, oder was? Jetzt verarschen? Sind wieder alle verschwunden. Ja, der, der dann das letzte Mal das Problem war, ist weg. Equipment mitnehmen, oder? Oh. Nein, das Präzisionsgewehr habe ich eben noch nicht. Da muss ich eben da rauf, um das zu kriegen. Das war jetzt mal einer. Dann ist auch das mal wieder da.
Und weg ist er. Am Ende von dem Seil. Da drinnen. Jetzt ist so ein Gegner. Und den sieht man von da aus, ne? Aber den hier sieht man. Auch seht ihr den? Ich kann jetzt wiederum nicht markieren. Warum auch immer. Dann müssen wir halt wieder da runter klettern. Und jetzt gucken wir bis zu unterst. Munition, alles voll. Und noch ein Geld. Die Scheisshunde. Sehen wir dort doch jetzt keinen. Nein. Ich werde es noch nicht sehen. Jetzt war aber einer wieder ein Schalldämpfer drauf, oder nicht? Das ist auch ein Scheiß, dass ich die nicht markieren kann. Nicht vom Abzug! Ich hab Geld aus den Augen verloren! Ich hab mich schon entdeckt. Vielleicht der Hund schmeckt mich. Genau, von wo jetzt überall, von wo, von hinten, von vorne, von links, von rechts, wenn du hinten schaust, nur eine riesige Felswand, kein Gegner rum. Nein, jetzt mal ernsthaft. Es ist nicht das erste Mal in dem Spiel, wo ich an einem Punkt stehe, wo das Spiel einfach nur noch unfair ist. Und ich sehe wahrscheinlich einfach nur durchrennen müsste. Und das Durchrennen einfach schon den perfekten Erfolg bringen würde. Könnte ich mir vorstellen. Und darum machen wir das jetzt einfach einmal. Ja, genau. Zuerst schnell den Alarm deaktivieren. Immer noch überlegt vor, bis wir vom Turm oben sind. Der Typ muss natürlich jetzt auch oben sein. Der ist vorher nicht oben, sie haben vermutlich vorher gekillt.
Ja, jetzt sieht er uns auch noch. Jetzt kommt dort unten einer anzulaufen, der noch gar noch nie anzulaufen gekommen ist. Und dann dreht er wieder ab. Also gut, das ist vielleicht strategisch nicht einmal so dumm gewesen, was ich da jetzt gemacht habe. Eine Portion schleichen. Warum auch immer der jetzt das mal da vorne gestanden ist. Also sieht mich noch niemand. Checkpoint, jawohl, das ist gut. Das freut mich. Sieht nicht schlecht aus bis jetzt. Wenn ein Checkpoint kommt, habe ich relativ easy peasy rausgeschlichen. Ich bin schwerstens bewaffnet. Aber ich kann kaum mehr laufen. Aha, jetzt kommt wieder ein Cut. Das? Ist die Yeti? Okay, wir haben wieder irgendwo einen Checkpoint erreicht.
Sabal. Sieh dich an. Siehst gut aus. Für jemand, der gerade aus Durgesh geflohen ist. Kyra sei Dank, dass wir dich fanden, bevor du erfroren bist. Wie hast du mich gefunden? Kyra zeigte mir den Weg. Eine Woche folgte ich deiner Spur. Ich betete ständig für deine sichere Heimkehr. Und die Götter erhörten mich. Danke. Danke nicht mir. Danke, Kyra. Und dein Überleben hilft unserem Kampf. Das ist etwas, was Amita nicht versteht. Ich stehe immer hinter dir, Bruder. Nicht nach unten sehen, Mission beendet. So, was können wir jetzt da nochmal? Rustet einfach eine Runde schlafen. Haben wir jetzt all unser Zeugs wieder? Ah, da sind wir. Okay. Was steht denn als nächstes? Ah, zu machen. Y. Sieht ganz danach aus. Und es ist noch relativ viel unentdeckt da oben auf der Karte. Ah, da oben. Ah, geht's denn weiter. Das heißt, wir können da schon mal schnell reisen nach Shanat machen. Wenn es beim A nachher weitergeht mit der Story. Aber ich denke, es wird dann erst im nächsten Part sein. Und so einen abgebrochenen Part braucht es nicht. Und jetzt auch sowieso keine Zeit mehr, um noch weitere Folge aufnehmen. Dann sagen wir so, was wir da noch. Also mal Munition nachfüllen. Nicht einmal so viel. Ware verkaufen. Interessante Fälle haben wir da schon auch noch gesammelt. Jetzt können wir aber das mal wieder aufstocken. Was kaufen nicht mehr? Aha. Der ist 100. Okay. Ja, ich glaube, wir müssen mal mit den Schützenhilfe-Dingen dann auch schaffen. Jetzt können wir mal das Mark-Upgrade kaufen. Haftgranate, Haftmine. Wingsuit. Ja, kaufen wir auch mal, weil wir haben jetzt Geld. Die Waffen müssen wir nicht unbedingt kaufen. Dann gehen wir mal schnell raus. Ja, Equipment ist wieder alles da, so wie es aussieht. Alles so, wie es kann, mehr oder weniger, ja, ich denke schon. Aber da geht es jetzt weiter mit der Story. Und das möchte ich mir auf den nächsten Part aufheben, respektive auf die nächste Aufnahmesession. Was wir jetzt da noch machen können, ist auf Speichern und Beenden gehen. Und dann kehren wir nämlich zum Hauptmenü zurück. Und dann werden wir da nämlich dann gerade mal sehen, wie viel Prozent vom Spiel wir schon abgeschlossen haben, wobei eben 100% ist, wenn man alles gesammelt hat. 26,26% in 14 Stunden und 7 Minuten. Gar nicht einmal schlecht, würde ich sagen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch wieder mal einen Daumen gegen oben da. Es hilft mir weiter. Und ich hoffe, wir sind auch beim nächsten Part wieder mit dabei. Und bis dahin, tschüss miteinander.